So, damit mal wieder hallo und herzlich willkommen zum nächsten Lauf der Project Cars 2 LMP2 2019 Meisterschaft hier bei VHS Invitational Racing. Wir sind hier heute in Österreich beim zweiten Lauf von insgesamt 7 und ja, wir sehen schönes Wetter, so ist es auch. Also die Wolkendecke reißt auf und wir haben keinen Bedeck, wir haben gar keinen Regen, wunderbar, so muss es doch sein. Benny Ziliad hat das letzte Rennen für sich entschieden. Wir haben Mighty Thor mit einem recht guten Rennen letzten Mal. Der hat aber leider jetzt im Qualifying noch ein Issue gehabt, genauso wie eben Nico Thomann, deswegen sind die beiden schon mal nicht dabei. Aber was ich sagen kann, sind 18 Fahrer angemeldet und auch eben für den MQ drinstehen, das passt doch. Und so sieht's eben aus. Renner geht es vom letzten Mal logischerweise. Ligier ist ganz, ganz klar vorne, das ist eigentlich mehr als klar. Aber wie schon gesagt, heute 18 Piloten, natürlich leider nur 16 am Start, das gleiche, aber trotzdem 18 gemeldete Piloten von möglichen 19. Zu dem Zeitpunkt sind wir mal wieder 20 inzwischen, aber trotzdem 18 Piloten, so viel waren wir jetzt 2018 überhaupt nicht. Also wunderbar, so darf es ruhig weitergehen und ich würde sagen, jetzt geht's eben erstmal los mit dem Rennen. 30 Minuten lang Spielberg Rappering, los geht's. In Spielberg Rennen 2 von insgesamt 7 und da ist Lipea und ich glaube sogar noch woanders zurückgesetzt worden. So, los geht's. Also, wenn ich zu dir geht's rein in Kurve 1 vor die Lente müsste mal Ludlin, das ist auch so, in der Tat. Vorte, nee, auf die 4 abgerutscht, okay, dann ist das der Flümmer auf der 2, stimmt. Flümmer hier auf der 2 vorne. Und jetzt geht's halt hier eben rein in die zweite Kurve. Wir sind natürlich die ganzen NPCs hier. Stau sich natürlich ganz schön. 18 Piloten, 16 hier in der Liste. Weil zwei im Kurve schon ausgeschieden sind. Ja, das ist natürlich schon verdammt voll. Und so muss es natürlich auch sein hier. Das 2. Mal wieder so viel wie noch nie vielleicht sogar. Ich bin mir nicht sicher. Wussten mal, dass er ein oder zwei Mal mehr gewählt ist. Und hier sind halt eben gleich so viel. Also gleich so viel. So, sind hier mitten im Verkehr. Derjenige, der naja, nach inzwischen über einem Jahr noch erst oder zweiter geworden ist. Fahrermeisterschaft. Die aktuell sind auf der 7. Position hinter Trias und Vorzulhof. Vorne sieht es aber auch nicht gut aus. So, hinter Stau ist auch noch so ein bisschen Larry, der natürlich auch mehrmals Vizemeister geworden ist in dem vergangenen Jahr hier im Project Cars 2. Und da vorne kommt Benettons. Nee. So, Benettons steht. Benettons schießt sich ins Aus und setzt sich zurück. Nicht schlecht. Hier Duma, der letztes Rennen ja knappes Podest verpasst hat, auf der 8. Position. So, wo man hinguckt, ne? Nur Kämpfe. Also wunderbar, so muss das sein. Bitte weiter, bitte weiter fahren. Ja, die Conditions, ne, sind heute auch sehr, sehr gut im Vergleich. So, und jetzt Achtung. Hey, wake up. Jetzt also hier aufpassen. Ja, der beste Deutsche bisher auch in der Fahrermeisterschaft und halt eben auch so in der Saison-Performance letzte Woche in Silverstone da dran gewesen quasi. Heute auch nur ein Vierter, aber Flümmer, der zeigt natürlich auch einen. Und ja, so ist, muss es natürlich sein, dass immer wieder wer anders vorne ist, dass immer richtig viel Spannung ist. Und schnell wäre es auch, wenn es mal nicht immer vorne ist, aber gut, das ist natürlich ein anderes. Und natürlich suchen wir zwischen Fahrer, die auf beiden Level sind, aber natürlich findet man nicht so schnell jemanden. Ist ja schließlich auch AOR-Fahrer. Und ja, wie schon gesagt, in Busche Cars 2 ist natürlich jetzt die Zukunftsfrage ganz, ganz offen. Hierbei, wenn ihr Dominik vermisst, der ist heute leider nicht da. Gab es Probleme, was die Zeitfindung betrifft. Ich stelle sich da jetzt die Frage, dann geht man nach Rallycross, teilt man die angemeldeten 19, glaube ich, sind es 18, sind anwesend. Nur einer wie Marvin fällt. Wenn dessen Vorteil jetzt angreift, auch mal Loot, jetzt könnte er vielleicht vorbeigehen nebenbei. Also wegen Rallycross, wie schon gehört, ich habe keine Ahnung. Jetzt ist mal das Renngeschehen hier. Also Ford dran hier jetzt an Malut. Wie sieht es jetzt da aus? Kann der Sobitscher auch noch vorbeigekommen. Dive Bomb, da steht das Rad vorne rechts und er kann das tun. Nein, kann er noch nicht. Er bleibt weiterhin hinter ihm. Das war nichts hier in Kurve 2. Hinter haben wir Trias und eben Zend, die beiden, die sich ja auch schon im Training recht gut verstanden haben miteinander. Und Zend eben, wie schon gerade auf der 6. Position, da wo wir ihn eben früher hatten. Also auf jeden Fall ist wieder Action drin. Das ist nicht so schön, wenn man dauerhaft zuerst zweiter wird, gesamt oder halt eben mehrmals mehr Podest mit dieser Saison und jetzt hier eben auch wieder hinterher schlendert. Aber gut. Oh,
Und Ford, der dreht sich weg. Und es ist mega gefährlich. Und hier kann... Hier, ja, das war jetzt natürlich richtig gut behauptet und natürlich auch richtig schon gerettet. Da weg von der Ideallinie. Jetzt also nun. Wurde zurückgefallen nach diesem Fehler auf die siebte Position. Jetzt kommt ja schon der Divebomb. Der ist ein bisschen komisch angeregt, auch der Ligier-Pilot hier. Hinter eben Bertalev. Und der wird schon gesagt, lauter Ungarn, die wir so noch nicht kennen. Das ist wirklich, ich glaube sogar, was die Game Serie betrifft, mit die Liga mit den meisten neuen Piloten und so auf einmal. Sofort jetzt der Angriff auf Zuluf geht da vorbei. Kattet da mal ganz schön die Kurve im Sinne von eben weit rauskommen. Aber geht es noch runter. Dahinter haben wir Bertalev im RWD, der einzige RWD hier in dieser Saison. Bis jetzt zumindest. So, Attacke, Vorder fährt die komplette Kampflinie. Jetzt also. Das ist richtig gefährlich. Richtig gefährlich. Und Bertalev kann hier natürlich. Erst einmal vorbei, ich natürlich übrigens die Helbeck ab Geräusche im Hintergrund. Jetzt hier, Achtung, schaut das denn? Und Zuluf, gefährlich! Und da kommen sie leicht zusammen, aber das ist eben das, was wir uns schon so lange gewünscht haben. Das hier die Spannung, wir haben schon 5 Minuten rum übrigens, dass die Spannung einfach so aufhört und einfach die Zeit komplett liegen lässt. Auch wenn leider Wolf, sehe ich gerade, und Lipea eben out sind. Und eben auch nicht gestartet, den meinte Tor und die gute Wolle auch irgendwie Stellen bekommen, die man eben nicht zum Rennen reparieren konnte, irgendwie sowas. Natürlich ist es immer schön, sowas dann zu haben. Also wir hatten jetzt schon lange nichts mehr mit wer. Wie schon gerade, jetzt wäre auch eine VECP möglich übrigens. Also das ist natürlich auch mal so diese doofe Frage, macht man es denn nochmal? Eigentlich muss man auch sagen, das hier ist ja nicht dein Kanal der VECP, also von da an müssen wir dann mal einiges ein bisschen umschwenken und natürlich schon gerade, ob man das dann so macht. Gute Frage, nächste Frage, mal gucken, bin ich echt gespannt. Also, wenn man jetzt eben die 20 Fahrer, die man ja so an sich maximal in der Regel hat, beibehält, dann ist das schon einiges, ich sag mal, auch möglich. So, hier vorne sind wir immer noch dran, Andreas, genau. Sieht gut aus und auch sonst ist lichtet sich leider so ein bisschen und eben Wolf, der Österreicher, aktuell auch. Ganz hin und dem Wolf und Lipea abgestellt. Leider, die konnten irgendwie im Start nicht mehr mitteilen. Wurde es nur geteilt, dass sie im Start starten und zwar. So, Niki Lauda, Daniel, Apfel 13. in Marek. Der ist ja schon mal vor 2 Jahren gefahren. So, und Trias mit Cent, das ist auch eine schöne Nummer, die beiden Ligiers hier. Cent ist diesmal nicht der der 16 am Start übrigens. Auch Adam hat uns zu zu tun mit Benettons. Das war bis eine Irreführung gegeben. So. Vorne scheint erstmal alles klar zu sein. Ich habe schon gesagt, klar, diese Rennlänge von 30 Minuten, wie schon gesagt, klar, das ist halt eben diese doofe Frage immer. Macht man denn in den Bridge Cars wirklich was Längeres? Bleibt man dabei, wo man ist und so weiter? Und mir schon war klar, auch Bridge Cars ist gefragt, Freitag ist dann noch so, okay, ich kann es mal ein bisschen anschließen, wenn diese, ich sag mal, Umfrage zur Fahrforschung, wie sie offiziell heißt, müssen wir dann eben auch mal die Statistik eben zur Fahrforschung. Fahrerforschung ist falsch, weil Fahrerforschung, ne, wäre da irgendwie auf die Idee gekommen, warum dann die Fahrerforschung, wäre, ne, was die Fahrer mögen, das ist da mit im Begriff, aber es sind ja wirklich nur Fahrer gefragt, die eigentlich aktuell zu Fall nehmen, deswegen, ne, die Fahrforschung eben. In Bezug, das ist immer so richtig schon die Statistik zur Fahrforschung. In Bezug eben auf Zukunftsgedanken bzw. eben Zukunftsverbesserung bzw. Verbesserung in Bezug auf sowas. Zukunftsverhalten. Natürlich, gute Frage, ne? Jetzt geht der Vater doch wieder richtig klar. Ne? LMP, gute Frage. Trias meinte, er liebt LMP 2. Klar, wie schon gesagt, man hat eben nochmal so gedacht, komm, wir machen mal so Likes oder 2017, ne? Gab es ja auch noch nie, dass eine Serie über eine Pause hat und dann trotzdem wieder weitergeht. Das ist ja auch neu. Klar, die Rekorde oder diese nicht Rekorde, diese Sachen bilden sich jetzt erst logischerweise, finde ich klar. Allerdings habe ich halt auch ganz, ganz klar. Mal gucken, was es ist, was es alles dann geben wird eben, weil ja auch da, deswegen machen wir das Ganze ja auch. Bridge Cars 3 soll alles vernichten. Okay, das schafft es, also, denke ich mal, nicht es sein. Das sagt man immer, es sein, das wird, weil man eben nichts einbilden kann, aber ich glaube nicht. Project Andreas soll eben alles vernichten, was es bisher gibt, beziehungsweise eben ja, rauskommen. Noch 2019, das ist nämlich so eine schöne Zukunftsfrage. Vielleicht sehen wir hier aktuell die letzten vollen Liga-Rennen, die letzte Folge, die vor der Liga war, was Project Andreas betrifft, kann durchaus passieren.
Ich hoffe mal, dass die Release-Daten, gut, ich meine, die Spielersteller, die müssen eigentlich diese drei Monate rund vorher anfüßen. ATC hat es mit eineinhalb bis zwei Monaten vor dem Early Access-Start eben angeführt. Deswegen mal gucken. Also, ich denke mal, wir werden dann noch richtig rechtzeitig informiert werden drüber im September. Ich glaube, am 28. soll es sein oder am 24. werden es zwei Jahre, dann schon das zwei. Und also ich habe noch nicht alles gehört. Also, klar, wir haben ja für TCR wiederholt, wir haben GT3 wiederholt, wir haben auch in gewissen Beziehungsweise auf WX wiederholt. Ne? Deswegen bin ich gespannt, auf WX soll ja nochmal drankommen, das ist ja die Schöne. Ne? Vielleicht geht man, also das sind dann auch so sagen viele, man geht wirklich auf, okay, wir machen WX dann noch in Duet Rally. Oder eben nicht, und deswegen, gute Frage, man hat noch so viel eigentlich vor. Ne? Natürlich ist die Frage, der man davon geht, kann man ausgehen, dass es so schrittweise weitergeht. Und die Frage ist halt eben fahrphysik-technisch, was ändert sich, ne? Wer drei leidet drunter als Fahrer, weil. Gibt ja Fahrer, ne, die kommen mit dem einen viel, viel besser klar als mit dem anderen. Mit Budgetcast 3, mit der 3. Ich bin gespannt, ich bin ja mit Budgetcast 1 auch so ein bisschen aufgewachsen, was sie so wirklich früher noch hardcore sind, was bedeutet, ne? Weil man eben früher so nicht anzieht, was sie wirklich kannte. Also so geht es mir zumindest. Deswegen immer so diese wirklich schönen Sachen. Das Budgetcast 2 eben farblich natürlich beste. So soll es dann eben auch weitergehen. Bin ich gespannt, wie es Project Cast 3 ergehen wird. Wie sie es machen werden, ob sie dann wirklich dabei bleiben, weil, wie schon gesagt, Klassenauswahl und Rennstreckenauswahl hat man wirklich genügend. Also, es fehlt nicht, das ist mal so, weil klar, auch in Racing fehlt es eigentlich nicht, aber man hat halt bei Racing immer so ein bisschen das Gefühl, ja, da hat man irgendwie schon gefühlt so alles durch, aber auch das stimmt natürlich nicht ganz. Keine Ahnung, wie schon gesagt, Race-Remission ist eine ganz andere Story. Race-Remission ist auch ein bisschen auch, ich finde es auch dran schuld, aber. Ist alles außer AC liegen, so ist daran schuld, dass wir jetzt eben diese Umfrage eben machen werden. Entschuldigung. Wird es verpflichten? Wird es mit Name, ja, nein und so weiter? Bin ich echt gespannt, weil natürlich anders würdest du wissen, wie es den aktuellen Fahrern geht. Heißt, du würdest dann eigentlich brauchst du ein 100% klares Ergebnis. Ne? Gut ist, dass die das machen eben schon mal. Oh, und Wolf! Jetzt ist er dran, Andreas. Überrundungsblockade, Wolf da unter Druck. Hatte überhaupt keinen Schimmer. Quasi. Was jetzt tun soll, natürlich bis auch zwischen Kurve 8 und Kurve 9 kommt schon. Ne? Am A-Punkt, ne? Weiß auch nicht recht, wie es weitergeht. So. Genau, eben der Mischung gesagt, da ist eine schöne Frage. Budget Cast 3, wir hatten mal Budget Cast 1 mit gefragt. Also es wird immer mal wieder zum Trab geben, auch mit der Rallye. Und das kommt, wir fahren dann mal dann. Ich bin gespannt. So, jetzt erstmal Trias, Send und Ford, die drei. Kümmer gut um mich, dass Ford, der so klar, er holt auf, aber er braucht den richtig lange. Also natürlich auch wieder die Abschnitte gleich. Also wie schon gesagt, ich mag nicht sagen, dass eine WFS sogar noch mehr geht als drei Budget Cars, aber wie schon gesagt, IndyCar wollte man eigentlich auch machen, wird vermutlich dann nicht stattfinden. NASCAR wollte man vielleicht auch noch machen, deswegen. So langsam reden die Zeit davon, was die, ich sag mal, und Send! Send macht den Trias und schießt sich selber aus, als dass er hier aufträgt. Oh, da geht die kommende Wiese auf den. Ging aber gut. So, jetzt trotzdem hier. Carpool, wir müssen gerne mal zum Flügel schalten, vorne nochmal zur Pforte. Leider ist übrigens, läuft das Rennen schon rum, also es geht hier trotzdem verdammt schnell. Und wie schon gesagt, eben diese Frage mit der VSP, mit den zwei Spuren und so weiter. Lohnt sich das überhaupt noch? Es gibt nicht auch inzwischen Leute, die dann wirklich nach dem Rennen nicht mehr irgendwie fahren würden oder nicht mehr viel Zeit haben und so weiter und so weiter. Deswegen ist echt diese tolle Frage eben, ne? Und die tippt das und so weiter und so weiter. Gut. So, vorne Flömer gegen Malut. Da kann man noch die kleine Information rein, dass Flömer Sprit sparen muss. Da fehlen nämlich, das ist viel zu viele Liter. 8 Stück nämlich. Ja, das ist ja kalkuliert fürs Rennen. Ne? Das wäre natürlich auch richtig fatal. Also auf G2 liegen. Natürlich klar, ja, so ein bisschen leichter, aber das macht keine Unterschiede von runter. Also wir sehen es ja. Oh, Malut da am Pushen. Den hat sich schon letzte Woche weggehauen. Gut, der nur 10. Der hat ja einen Rauf und dann ist er auf 3 und dort weiter gefahren. Auch nochmal Congrats für das Silverstone mit den 3 Rädern nach diesem Abflug, nach diesem Crash. Schön, so muss es sein. Dass die Fahrer sonst mal kämpfen. Wie schon gesagt, formeltechnisch gab es einmal die Formel C und dann noch den GT5 Cup und dann auch noch GT4 und dann nochmal wieder GT1 und also GTE und ne? Also es gibt auch so viel eigentlich für uns im Deutschen Klasse 2 zu entdecken auch und deswegen
weiß ich nicht, also für meinen Augen brauchen wir noch kein Game. Also es wäre so, was ist so, ja, in so 10 Monaten wäre es noch in Ordnung. Also, wie schon gesagt, eigentlich soll, also, ja, das ist wirklich richtig schwierig, eigentlich sollte nach dieser Meisterschaft hier eben Rallycross kommen. Und natürlich ist da die Frage, macht man jetzt wirklich Rallycross oder sagt man nein? Wir machen es eben nicht, bis wir dann so weiter. Wir machen es dann erst eben zu Rallycross oder wenn wir gucken, macht man Rallycross dann, weil wenn man es macht, dann mal gucken, die Fahrer bleiben so bei 12, 13, 14, also 12 ist natürlich Ultimum perfekt. Machen einfach zwei Grids, ne, damit man halt so eine Art System einbauen, ne, dass er mehr Punkte gibt und so weiter halt. Und das ist eine schöne Frage, die wir uns hier stellen, deswegen mal gucken. Ich bin echt gespannt. Also das wird interessant sein. Ist ja auch der eine der Titel, die es in der Verteidigung hat, hatte ich hier wirklich aus drei Meisterschaften, die sich entschieden. Oder nur dann eben Streaker und dann eben die Rallycross seit dem Vizemeister gegen 3 Snowshow. Und eben VTC und der Rallye wird dieses Jahr übrigens auch nicht so lange gehen. Wir sind jetzt zwei bzw. auch drei Jahre gehen. Also da kann man fast schon von nur noch einem Drittel springen im Vergleich zur Saison 16-17. Wir hatten ja 16-17, 17 und 18 bisher. Das hieß. Und die allererste in Deutschland Class 1 noch, die war ja 18 Rennen lang. Also auch toll, dass man so auf 6 bis 8 Rennen noch gehen würde. Auch eben in der GT3 Unternehmen zu gucken, dass man halt eben noch ein paar Klassen reinbekommt, wenn es mal gerne Meisterschaft. Bin ich echt gespannt. Natürlich jetzt hier auf 7 Rennen LMP ein bisschen lang, aber wie schon hältst du ganz das klar immer am Monatsende und so weiter. So, jetzt kommen wir dann wieder aus der Box raus. Wir schalten eben mal zu früh. Kommt ja auch weit raus hier. Und jetzt ist man nur direkt hinter ihm. Da muss man ordentlich weit kämpfen oder groß kämpfen, weil der ist raus, völlig klar. Ja, ist was das betrifft auf jeden Fall raus, weil da sehen wir es ja auch schon, lässt ihn ja auch ohne Probleme durch, oder? Ja, auch so halbwegs. Weil wir schon mal Sprit, der ist auch auf dem Mara unterwegs und wurde mir gerade geteilt, aber das heißt natürlich gar nichts. Spannung, meine Zuschauer hier im Spielberg. Zu viele Abstände, ne? Wir waren ja mal wirklich so durch die Hälfte, nicht gerade immer. Natürlich jetzt auch der Mitfahrer Durchschnitt von 10,0 und jetzt auf 14,0 angestiegen, logischerweise. Und der wird schon gesagt, dieses Mal war es eben auch krass Freitag, ne? Da kommt noch ein paar weniger. Wir wollten wir da ein paar nicht fahren, deswegen. Wird spannend werden. So, der Abstand stimmt nicht so ganz. Na ja, du, das ist hier. Ja, geht halt für die Fälle. Ja, eine Stunde halt. Grafikfehler hier. Flimmern beim Flimmern, weil wir würden natürlich jetzt auch mal schon langsamer fahren. Wir sehen es jetzt hier. 1,24 nur im Vergleich zu 1,22,4, 1,22,3, 1,22,4, 1,22,2. Also Flimmern 2 Sekunden pro Runde. Boah, das ist natürlich schon krass. Kann man auch in den P9, wo der läuft. Aber das muss ja auch erstmal ausreichen. Das ist immer so diese schöne Frage. Hat man da etwa zu knapp kalkuliert? Das ist natürlich so, das ist ja auch vielleicht ein bisschen doofe Sache an der Spritplanung, wenn man es halt eben verkackt, weil naja, dann fährt man gar nicht. Weil ich jetzt glaube ich auf 3 oder wo auch immer, oder 4 sogar. Ich weiß gar nicht mehr. Und ja, dann fährt man quasi so, das war jetzt zu Ende. Zeigt man natürlich auch, welches Potenzial Flimmer hat, völlig klar, gar keine Frage.
schön. Ja, da sieht man schon gerade für Larry 101 und Benettons 59, der stimmt natürlich nicht. Also die Blätze stimmen natürlich schon. Und die Zeit auch nicht so schnell, wenn ich so ganz. Ist immer Gap to First übrigens. Diese Grafik, wie es man in der Formel 1 erkennt. Und auch da war man 19 kommt viel zu früh im Vergleich. Ich finde es ja toll, dass wir das dann auch hoffentlich nächstes Jahr, wenn es dann, naja gut, wenn es dann 2022 wieder im August kommen sollte, natürlich dann. Schöne Frage. Und natürlich ein riesiges Loch. Mal gucken, ob man es denn schafft, das noch vor 2020 zu beenden mit der Formel 1. Glaubst du, was wir werden sehen? Mit den drei Testrennen und so weiter natürlich mitten da, wo eigentlich Hochbetrieb immer vorher war, die letzten zwei Jahre Hochbetrieb RC, auch wieder der letzte Hochbetrieb Porsche Cars Race Room und dann eben ja, mit dem August Team kommen und dann eben jetzt immer wieder Hochbetrieb von 1, das wird natürlich dieses Jahr dann schwieriger sein. Wie ich schon gesagt, natürlich kann das alles so sein, ja, Art Vorteil werden. Allerdings muss man eben dafür auch gucken, dass das alles so weit passt. So, fort dran. Senkt lässt abreißen, 4 Sekunden nach Vorteil, also da ist es gelaufen, der war auf seiner Pace, jetzt nicht mehr. Aber auch da P6, ich denke mal für Senkt mit so vielen Leuten noch okay, ne, hauptsächlich Punkte, das war ja auch schon so kurzzeitig. Ich hole gar nicht mehr die Punkte. Also Qualifying in Silverstone. Kann man da irgendwas untersteigen. Nächste Woche auch schon leben, aus Deutschland gefahren nach Deutschland. Nee, war auch sehr gespannt. Wenn Better Life noch Zulauf hinter sich hält. Ja, der MWD. Schwieriges Auto heißt der immer. Und Belichi wäre der Beste und so weiter. Naja. Wie schon gesagt, das ist Fragen nach diesem Autowechsel. Boah, das ist immer so eine schwierige Sache, weil. Regelwerk steht, also im aktuellen Regelwerk steht nichts davon, dass man nicht darf. Allerdings stand im vorherigen Regelwerk, dass man es dann nur, also man darf es nur machen, dann verliert man auch allerdings alle Punkte zur Saison. Man darf es erst ab so und so viel Prozent der Saison machen und so weiter, deswegen ist es echt schwierig jetzt dann. Weil dann muss diese Regel muss dann eigentlich in mit ins Regelwerk und dann zählt sie eben für den besagten Fahrer nicht mehr. Deswegen wird es da auch nochmal dann klar, man muss die CWD, die ja vor 2 Jahren zweiter Gesamtwertung gewonnen sind, Maulwurf hat damals vor Sint gewonnen, beide im RWD übrigens, also war ich gerade dann eben, ich glaube mit der BGPD, wenn mich nicht alles täuscht, zwar alle Sekunden wurden gefahren, allerdings hat eben in der Gesamtwertung war dann Marek deutlich besser drauf, So, Flimmer. Wenn wir das verpasst, auf jeden Fall jetzt hier auch eben weg von Trias. Ja, schade, doof natürlich viel schlimmer als in dem Augenblick so, das ist klar. Aber auch da wieder eben nicht mal eine Frage. Überholmanöver, Dumas gegen Forte, Forte steht, das gibt es doch nicht, Forte steht hier, das scheint ein DNF zu werden, hier ist er nicht, oh und hier, was ist hier los, gegen Larry, oh und das ist ein 3-Kampf, nee, ist ein Luft, eine Box, wer ist denn das? Ach, das ist Benzili. Ach, Benzili, der Führende. Auch nicht schlecht. Ja, Larry, wie schaut's aus? Er weiß nicht, was das für ihn ist. Schön. Also, wie viel Forte läuft anscheinend gerade überhaupt nicht. Der steht da nicht mehr. Die Kamera hält sich nicht mehr. Okay, also, Forte ist raus aus diesem Rennen. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist der Typ wieder dran nach diesem Chromschnitzer da in
Anfang des Rennens, jetzt hier fliegt er raus, das gibt's doch nicht. Schade, sehr, sehr schade für Ford, der hier das DNF, wir sehen, der wird durchgereicht auf die 11 schon hinter. Schade, sind wir natürlich jetzt Benettons in den Punkten direkt, Larry Anwar am Platz weiter vorne. Und alle, jetzt sind auf 5. genau, 5. 4. ja. Klümmern wird da auch durchgereicht, also nichts Gutes für die libyschen Piloten nach Deutschland aktuell. Langsamer Tour 1, was haben wir jetzt? 1,23,4 sein Pferd. Mal abgedatet ist vielleicht einer. 22 auch, das ist dauerhaft zu ruhig und 22er Zeiten, also dafür wird mehr. Oh, das hat noch eine halbe Sekunde verloren auf ihn. Ja, das ist schlecht. Das ist schlecht für Führer, schlecht für Lische natürlich. Ja gut, eigentlich ja nicht. Keine Rolle, das ist klar. Aber das ist natürlich. Eine tolle Frau. So, 13 Autos, ne, 12 Autos sind noch im Rennen. Schade, dass sich das Feld so hart lichtet, völlig klar. Allerdings, wie schon gesagt, 18 Fahrer werden wir gesamt. Also ja, überhaupt nicht die Frage da. Wie schon gesagt, ein Platz ist noch frei. Hier eben. Interesse hat die Liga noch vorzuführen, gerne. Und dann wird es auch zuletzt vor ja, bald 2 Jahren eben bei der allerersten Meisterschaft GT3 war das ja damals. Da waren wir auch noch so viel, circa. In der 14,3 Durchschnitt, glaube ich, ab 14,0. Also, was willst du mehr? So muss es sein, so soll es auch weitergehen. Und Benny ist natürlich wieder auf Erfolgskurs hier. Natürlich auch ein logischer, bei der Welt der beste Ungar, ne? So dann erst einmal, also was die Tabelle betrifft, kann er den 20. Erfolg für 21 Post war jetzt schon voll. Ich hab's dann auch mit dem Sieg Nummer 20 eben bisher nur alles in Budget-Cars eingefahren. Ich hab bisher nur erster, was die Gesamtwertung betrifft. Ich bin gespannt. Petrius ist ein bisschen langsamer gewesen, auch Cent noch minimal schneller, aber trotzdem schneller reicht der auch dazu, um ranzukommen hier. Ja, das ist natürlich jetzt bitter. Podest schon verloren, das ist so like Leclerc im Bahrain. Ne? Von hier stand Action Maus, oder? Das ist wieder der Anzeigefehler, ich weiß es ja nicht. Ja, ist der Anzeigefehler, Benetton ist nichts weiter hinten. Nicht so nah dran, so heißt. Zuluf hier im Pinken. Oder im. Ja, rosa, ja nicht rosa, Pinken, schon. Liege auf der 6. Position. Wenn wir mal dabei bleiben, für meine letzten paar Minuten übrigens. Also jetzt vergeht natürlich auch noch wie viel, alles klar. Wie schon gesagt, 30 Minuten ist das denn so das Höchste, was man denn im Project Cars fahren sollte, damit es auch wirklich dauerhaft spannend bleibt, völlig klar, die Fahrer. Natürlich auch die Frage, macht man nur noch Highlights im Project Cars, das ist dann natürlich ganz klar mit Nein zu beantworten, abgemacht, weil man sieht, die Rennen von halt so lange hin, dass man eine komplette Zusammenfassung macht, weil eben nur Highlights passieren, so ungefähr. Wir wollten eher eben eigentlich Highlights gibt, sondern ein paar Mal, wo halt eben Überholmanöver oder Bekämpfe eben dauerhaft stattfinden. Wie schon gesagt, ich bin gespannt, was dann noch so kommt, ne? Ob man dann auch wie in Racing, wo sich den Trend auf kleinere Meisterschaften geht oder fortsetzt oder wie auch immer. Natürlich auch in Racing die Frage, wie lange machen wir das denn noch mit? So ungefähr. Und jetzt wird auch irgendwie abgeflogen, oder? Scheinbar irgendwie.
ist Blank in der Box. Anscheinend da auch zu viel Sprung dabei. Natürlich könnte man beim Film auch reagieren, aber es gibt natürlich keine Retterbeschwörung, es gibt keine Pflichtstopperei, deswegen schade. Und für Ben City sieht es auch noch schlechter aus, was Flimmer betrifft, denn wir sehen nur eine halbe Minute to go. Und wir sehen, Bendis kommt drüber. Also, ganz, ganz klar hier, knapp in der 20 Sekunden Verschluss, kommt die Bendis noch mal über die Linie. Heißt, der kann heute auch alles vergessen. Da rollt die Firma schon, jetzt natürlich sind hier dran. Blockiert aber auch ganz schön. Und das wollte die beiden Deutschen, die sich auch sehr gut kennen. Sein Bild erstmal dahinter. Oh, okay. Auch nicht schlecht. Möchte man anscheinend Gentleman's Agreement machen und da hinter ihm bleiben. Das war's. Und da Flömer rollt aus, oder wie? Ja, Flömer rollt aus, das gibt's doch nicht. Flömer rollt aus. Ach, meine Güte. Flömer steht hier und rollt aus. Das gibt es doch nicht. So, basically, also... Flömer steht hier und kann nichts tun. Er kann natürlich über die Linie rennen, aber er muss es natürlich mit seinen vier Rennern machen. Mann, Mann, Mann. Ligier verkackt beim Plümmer. Benizili gewinnt dieses Rennen hier in Österreich am Red Bull Ring und baut seinen Vorsprung natürlich weiter aus. Gucken, wenn es ein Vierter ist, dann sind es 28 Punkte, die er Vorsprung hat. Also der Mann, der braucht sich, der kann nur noch lachen und eigentlich nur noch sagen, ja Leute, komm. Natürlich vorher das ausgeschieden, logisch. Ja. Köpfe schütteln dabei, Plümmer und Ligier natürlich. Da steht er. Gute. Sehr, sehr schade. So, Malut, der darf sich trotzdem auffreuen. Zum ersten Mal eben geht es für ihn aus Blästen nach diesem heftigen Abflug eben letzte Woche in Silverstone. Und für ihn heute Position 2. Und ja, auch Trias nach einem spannenden Kampf mit Cent. Dann eben ist der Flümer. P3, ich will nicht sagen geerbt, aber auf jeden Fall auch heute dafür hart gearbeitet in seinem ersten Rennen quasi bei uns aus Podest. Position 3 für ihn. Der Deutsche versteht den Ring, Cent, ja, P4 ein Platz besser als den Silverstone, das ist, glaube ich, auch ganz okay. Für ihn, er blinkt und freut sich, okay, das passt. Ich durfte natürlich auch, ne, von ihm aus Geld. Zulauf wird 5, da auch für ihn großer Erfolg, hier sind wir mit 6. Und Betalev. Und Larry dreht und Donuts, wunderbar. Und dem Betalev fehlt noch. Das war es erstmal hier aus Spielberg vom Repo Ring zum zweiten Rennen, LMP2 2019. Gut, ja, ich bin weg, ja, wunderbar. Spannendes Rennen, schade für Flimmer. Grüß dich nochmal hier vom Podest, vom Mikrofon aus. Sehr, sehr schade. Wir schalten aber zum Podest. Trias, P3 heute hier geworden. Dein allererstes Rennen. Wie krass waren die Kämpfe? Wie anstrengend war es vielleicht vor jemandem zu fahren? Und wie bist du zufrieden? Auf Deutsch, auf Englisch? Gerne, dein Wort. Ich war wegen lieber in Englisch. Gut, then answer my question in English. So, it was a difficult race for me. The car was really struggling. I had a lot of understeering, but yeah, I had few fights. I fought with you. Then I think it was Forte who was in big fight with me. And then the third one, I don't know. But for luck, he was out of fuel, so it was Flimmer, yes. So yeah, it was a difficult race. Lot of understanding in the first sector and the second sector too. The third was good. That's all? Yeah. Okay. Yeah, now next race is here in Oschersleben in Germany. So yeah, we have a very tricky turn one and also a tricky track, I noted, because we had here many crashes, many fights. So yeah, what do you guess, what can you achieve in Oschersleben? Safety first, so I must survive, I think, because here, when the weather will be so, as you said,
the rain and such things, then I noticed that I have a lot of understanding when it rains, but in the dry condition it was good, so I don't know. It will be interesting. Okay. Gut, denn Little information, your P7 now in the Drivers' Championship, and if you 10 points up, then you would be P2, so it's close and close. Good, thank you, and have a good race next weekend. Auch das Leben. thank you. Benny's my friend, yes, again, P1 today here in Spielberg. Yeah, easy race, or not. Benny's? Oh, sorry, my microphone was Now. muted. I spoke. after the quali, I think my race was quite good and easy because I just focused the start, and after that I just tried to manage my lead and don't make any mistakes and just finish the race because my car was really unstable on the first and last two corners and don't want it to spin there, and just finished the race where I started and just managed it and didn't try to set a new fastest lap. okay, yeah, now, yeah, what a joke would Alonso say. I say what a joke. Send your best friend is P2, 28 points behind you, so you could probably win the championship in around 6 out of 7 in Le Mans. Yes, what a special. So yeah, now you have over one race gap to P2. What you want to say about this? Anything can happen, and like, you know, the storm coming, so I hope my connection will hold. loud, like Nürburgring. No, like Nürburgring, but I don't make those mistakes in the races, so okay. I don't take unnecessary risks. I think I don't make any big mistakes. Okay, good then. Thank you and champagne. Thank you, champagne. Juhu. So, also wunderbar. So muss es also sein. Rennergebnis wenn es die lieben mal und dann eben Trias langsamer sind. Zuluf, also Peter Back, dann Duma am Ende, ja, Sechster. Und dahinter haben wir dann eben Bertalev, Larry Steele, also JPW, dann Adam Guerreros quasi. Und Benetton sichert sich den letzten Punkt, den es heute eben gibt. Ja, und dahinter eben ganz, ganz knapp auf Position 11 eben. Ja, Niki Lauda, also Daniel Filmer, DNF in der letzten Runde eben. Wolf schon vorher und eben ja, nicht angetreten. Im Rennen sind Lepea und Wolf und überhaupt nicht angetreten. Vom Wolfgang ausgehend sind eben ja, Nico Thurmann und eben. Mighty Tor, genau. Ja, Lauf 3 und Nordschleswig, mal gucken, ob denn das so bleibt. Ich sehe es hier gerade bewölkt und leichter Regen. Naja, sieht also nicht danach aus. Das ist einfach erstmal die Prediction. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, live hier aus Österreich.